Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir einen Kindergarten. Und denk dran, hier oben in der Ecke kannst du wieder voten, was wir als nächstes bauen. Wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Aber wir legen sofort los. So, für den Kindergarten brauchen wir erstmal weißen Beton, später noch Steinstufen und wir brauchen gelben, hellblauen, grünen und roten Beton. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn wir machen jetzt erstmal die Gruppen. Im Kindergarten. Im Kindergarten sind wir in so schöne, süße, bunte Gruppen eingeteilt und deswegen haben wir vier Farben, weil wir vier Gruppen machen. Die erste Gruppe machen wir gelb und die Räume werden immer 9 mal 9. Also machen wir einfach mal einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lange Wand. Warum 11? Weil wir noch die beiden Wände brauchen. Dann haben wir in 9 Blöcke. Und jetzt müssen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und das Ganze dann einfach zuziehen. So. Und daran machen wir jetzt einfach so direkt Wand an Wand noch die rote Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der Schatten vom Raumschiff kommt hier an. Okay. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und einfach zuziehen. Jetzt lassen wir hier zwischen auch 9 Blöcke frei. Das 9, ich überlege gerade mal, warte, wir lassen 1, 2, 3, 4 für den Flur. Hier kommt dann ein Flur runter. Dann lassen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frei. Machen hier wieder einen Block hin. 1, 2, 3, 4. Der Flur. Ja, also 1, 2, 3, 4. Hier kommt wieder der Flur, nur dass wir hier nicht weiß machen, sondern hier machen wir jetzt die hellblaue Gruppe hin mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einmal zuziehen. Und dann haben wir auch schon so unsere blaue Gruppe. Und jetzt brauchen wir die grüne Gruppe noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, damit haben wir die Gruppenräume schon mal angelegt. Okay, dann habe ich gesagt, geht hier ein Flur runter. So, und hier hin und hier genauso. So, geht der Flur. Hier machen wir jetzt, wir lassen zwei frei und hier lassen wir auch zwei frei. So. Machen das Ganze drei nach oben und gehen so rüber, weil hier kommt eine Doppeltür rein und hier auch, wo man dann nach draußen gehen kann. Okay. Jetzt haben wir hier die Flure vier Blöcke breit gemacht. Das heißt, hier vorne kommt jetzt auch ein Flur entlang, der vier Blöcke breit ist. Also 1, 2, 3, 4 ist der Flur, 5 ist die Wand. Dann ziehen wir das Ganze mal hier runter. So, einmal kompletto hier lang. Und wir haben schon mal einen Grundriss. Aber dieser Grundriss beinhaltet ja noch nicht alles. Jetzt haben wir hier in der Mitte auch 9 Blöcke frei, genauso wie diese Gruppen groß sind. Das heißt, wir können einfach auf diesen weißen Wänden hier ansetzen und machen hier auch wieder 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und hier auch nochmal genau auf der Wand des Flures. Und das Ganze zuziehen. Jetzt haben wir hier noch einen 9x9 Raum. Und da kommen einfach die Toiletten rein. Ganz einfach, ganz simpel. Hier drüben ziehen wir das Ganze einfach so zu. Und da kommen zwei Räume rein. Und zwar ein Büro und eine Küche. Dafür zählen wir mal ab. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da haben wir jetzt leider keine genaue Mitte. Deswegen müssen wir 2, 4, 6, 7 und 8 müssen wir eine 2-Block-starke Wand reinmachen, damit beide Räume gleich groß sind.
Dann kommt hier nämlich eine Küche rein. Hier kommt ein Büro rein. Und jetzt müssen wir den Eingang noch machen. Der Eingang wird ganz, ganz simpel. Der Eingang ist so, dass wir hier eine Doppeltür reinmachen. So. Aber das ist noch nicht alles. Wir gehen dann von hier nochmal so 1, 2, 3, 4, 5. Gerade überlegen. 6 nach vorne. Und das Ganze machen wir komplett hier rüber. Und hier machen wir auch wieder eine Doppeltür rein. So. Denn hier kommt man in den Kindergarten rein. Dann kann man sich hier in diesem Vorraum, kann man sich dann die Schuhe ausziehen, Jacke ausziehen, kann seine Hausschüchchen anziehen und so weiter. Und dann kann man da rein und ab in seine Gruppe rennen. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir das Ganze natürlich erstmal 4 Blöcke hoch machen. Also alles 4 Blöcke hoch, bis auf natürlich Türen, ne, die schließen wir nicht. Das heißt, hier kommt einfach nur eine Reihe drauf und der Rest wird dann alles auf 4 Blöcke hochgezogen. Und der Boden wird abgesehen von der Toilette, wird das Ganze in Akazienholz gemacht. So, und das machen wir mal schnell. So, jetzt sieht der Kindergarten schon so aus. Die Wände sind alle jetzt 4 Blöcke hoch, überall Akazienholz drin, außer hier. Hier haben wir dieses gemeißelten Quarz, weil hier kommen ja die Toiletten rein. Hier kommt eine Küche rein, hier kommt ein, nee, hier Küche, da Büro. Und jetzt machen wir erstmal Türen. Hier vorne machen wir so eine Tür, aber von innen bitte. Und hier auch von innen bitte. Dann nehmen wir eine normale Eichenholztür für die Gruppen. Und die machen wir dann einfach. Hier gucken wir mal. Wir lassen einfach hier einen frei, beziehungsweise 2 von der Wand. Und machen dann so, auch von innen bitte, eine Tür rein. Und hier lassen wir auch 2 frei und machen so von innen eine Tür rein. Dann haben wir schon die Türen in die Gruppe. Hier machen wir das genau so. Und hier auch nochmal. So. Jetzt nehmen wir nochmal die normalen Türen. Die machen wir dann einmal hier in die Toilette. Dann nehmen wir einfach wieder, also wir lassen immer die Wand und eine frei. Und dann machen wir hier aber mal eine Doppeltür rein. Hier muss dann natürlich noch dieser Boden rein. Und wieder so. In der Küche dasselbe, die Wand plus ein Block und dann so. Und im Büro natürlich auch. Die Wand plus ein Block und dann hier. So. Damit haben wir alle Türen schon mal verteilt. Außer hier. Hier ist aber so eine Sache. Ich würde hier gerne die Tür irgendwie offen lassen. Das ist ein bisschen schwierig. Wir machen hier einfach so Türen rein und lassen die auf. Man könnte auch Glas nehmen, aber es ist ein Kindergarten, dass man so ein bisschen... Gut. Jetzt nehmen wir Glasscheiben. Und machen erstmal hier in diese Wände, machen wir eine ganz, ganz große Glaswand. Das heißt, von hier 2 Blöcke komplett bis nach hinten machen wir Glas. So, und natürlich auf der anderen Seite auch. Einmal schnell so und so. Machen wir so Glas, damit man das schön rausgucken kann. Und hier in der Mitte machen wir das auch. Und zwar so. Denn hier kommen sehr, sehr viele Fenster rein. Hier am Ende machen wir das auch so. Und hier, wo die Kindergartengruppe ist, da machen wir... Wir lassen von der Wand einen Block frei, machen so ein 2x2 Fenster und von der Wand lassen wir auch einen Block frei und machen ein 2x2 Fenster. Dasselbe machen wir auf der Seite und überall natürlich die Wand plus ein Block, 2x2 Fenster, die Wand plus ein Block, 2x2 Fenster. Das machen wir gleich noch bei jeder Gruppe, da wo man natürlich Fenster nach außen machen kann. Hier macht es jetzt wenig Sinn, das da an die Wand zu machen. Aber hier den Eingangsbereich... Da machen wir
nur hier oben so Fenster rein. So, dass die Kleinen sich natürlich unter dem Fenster umziehen können und nicht irgendwie so in einer Glasfront sitzen. Bei den Toiletten machen wir das ähnlich, dass wir nur die obere Reihe machen. Dann aber auch wirklich komplett von Wand bis zur Wand. Ja, nur die obere Reihe. Hier haben wir die Küche. Da nehmen wir wieder die Wand und lassen einen frei und machen dann so. So, 1x4 Fenster. Und im Büro machen wir das auch. So. Und dann machen wir die Fenster natürlich hier noch rein und in die blaue Gruppe. Und dann müssen da mal überall Glasscheiben rein. So, jetzt haben wir überall Glas drin. Und jetzt machen wir bei den Gruppen, bei der gelben Gruppe zum Beispiel, machen wir noch einen Block mehr drauf und einen Block drüber. Und das Ganze schließen wir dann komplett, aber nur bei dem Gelb. So. Ja, und hier dann so. Und das komplett schließen, das ist dann die Decke der gelben Gruppe. So. Dasselbe machen wir bei der roten Gruppe. Bei allen Außenwänden muss das Ganze einen überstehen, ansonsten einfach eine rote Decke drauf. Bei dem blauen und bei dem grünen genauso. Und bei allem anderen nehmen wir Steinstufen und machen die so. Auch mit einem Überhang. Aber da wird dann eine Steinstufendecke reingemacht. Und diese Decke wird auch wirklich hier innen einfach so lang gezogen, damit man schön von außen sehen kann, wo die Gruppen sind. Und das machen wir jetzt mal als nächsten Schritt. Jetzt sieht es schon sehr, sehr gemütlich aus mit den Gruppen. Hier vorne ist natürlich ein bisschen fad, aber gut, es ist letzten Endes auch noch ein Gebäude und keine kunterbunte Leinwand. Aber jetzt gehen wir hier hinten hin und machen hier hinten sowohl einen Sandkasten als auch einen großen Baum für eine Schaukel. Und in der Mitte machen wir noch einen asphaltierten Weg, wo die damit Bobbycars langschießen können und mit Rollern und weiß ich nicht. Als erstes nehmen wir Fichtenholz, Treppen und Stufen und Sand. Der Sandkasten soll verhältnismäßig groß werden. Das heißt, wir machen den erstmal die Umrandung. Wir setzen mal die Ecken. Machen wir mal hier. Also wir lassen wieder zwei frei. Ne? Das wäre ja ganz außen vom Haus. Erster Block, zweiter Block. So, wir lassen hier mal auch noch 2, 4, 5 Platz und machen mal so einen Block. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wieder einen Block. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieder ein Block und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieder ein Block und zumachen. So, das Ganze füllen wir mit Sand. Das wird der Sandkasten. So, das müssen wir einmal ganz schnell machen, weil in den Sandkasten soll noch ein bisschen was rein. Aber das geht ja ganz schnell. So groß ist es jetzt auch nicht. So, das ist der Sandkasten. In den Sandkasten können wir natürlich ein paar Töpfe stellen für so Buddelsachen oder so. Aber ich möchte in den Sandkasten noch eine kleine Sandburg setzen. Und diese kleine Sandburg, die machen wir so, dass wir Sandsteintreppen nehmen. Ja, Sandsteintreppen. Machen irgendwo hier einfach so. Also, dass das wirklich so auch schließt. Und dann nehmen wir uns nochmal Sandsteinstufen und machen an die Ecken jeweils so. Und in der Mitte machen wir so. Und schon haben wir hier so eine kleine Sandburg, wo wir dann in der Mitte, da müssen wir dann mal gucken, dass wir da noch irgendwie was drauf kriegen. Oder aber wir lassen diese Slabs weg und machen an der Ecke nur eine Slab. So, dann ist das Ganze auch ein bisschen kleiner. Wir sind hier im Kindergarten. So, eine kleine Sandburg. Hier noch so ein paar Förmchen. Ganz einfach, ganz simpel. Haben wir so einen Sandkasten geschaffen.
Auf die andere Seite brauchen wir einen großen Baum. Da müssen wir mal gucken, ob wir einen hinbekommen. Wir nehmen mal Eichen, Setzlinge und gucken mal. Knochenmehl. Und machen einfach mal hier irgendwo so bei dem Fenster, machen wir mal hier einen Baum hin. Machen da noch Blöcke drumherum. So. Und hier auch noch und dann ab dafür. Hoffentlich wird er groß. Nein. Diese Blöcke drumherum bauen macht nämlich irgendwie gar keinen Sinn. Egal, ob man es mit Stufen macht, egal auf welche Höhe. Es ist immer so ein bisschen schade. Aber gut, dann machen wir es nochmal so. Wir können das Ganze ja auch mit diversen Slabs machen. Machen wir einfach mal so. Oder wir machen das Ganze unten. Es gibt da ja diverseste Theorien, wie man den Baum zwingt, groß zu werden. Und ich habe viele ausprobiert, viele haben nicht funktioniert. Genau genommen habe ich noch keine gefunden, die funktioniert. Von daher, naja. So, komm. Wachse jetzt. Oh, so, sehr schön. Wunderbar. Und hier muss jetzt noch eine Schaukel dran. Das ist ganz, ganz einfach. Wir machen auch wirklich eine ganz simple Schaukel. Wir nehmen Eichenholzzaun dafür. Oder wir nehmen Fichtenholzzaun, weil wir haben schon Fichtenholzstufen. Wir suchen uns einfach zwei Plätze, die auseinander sind. Wir machen mal hier noch ein Stück Holz dran und dahinter noch so. Und dann machen wir hier noch ein Stück Holz dran. Entschuldigung, war noch nicht weit genug. So, und dann machen wir einfach hier so bis kurz vom Boden. Und so, schon haben wir hier eine Schaukel. Können hier natürlich mit Knochenmehl noch ganz viele Blumen verteilen, aber jetzt muss hier in die Mitte noch einen Steinziegelweg runter, bis kurz hinter den Sandkasten, also bis etwa 1, 2 lassen wir mal, ja 2 machen wir. Das heißt, hier genauso breit wie der Weg da vorne, muss doch alles Steinziegel werden. Dann ziehen wir mit Eisenzaun einen Zaun drumherum. Und zwar genau setzen wir hier an, ziehen einen Zaun drumherum. Wir denken an die 2 Blöcke, also geben wir 3. Und dann müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen Blümchen reinmachen, ein bisschen Bone Meal. Dann haben wir doch unseren Kindergarten schon so gut wie fertig. Und so sieht der Kindergarten dann aus. Also wir haben hier unseren Sandkasten mit einer kleinen Sandburg, ein paar Würmchen. Wir haben hier den großen Baum mit 2 Schaukeln, wo noch so kleine Sandkästen drunter sind. Wenn man dann halt runterspringt oder runterfällt, damit das nicht ganz so gefährlich ist. In der Mitte haben wir hier Steinziegel, wo die Damen Bobbycar rauf und runter schießen können. Hier haben wir noch so ein paar Bänke, wo dann die Erzieherinnen oder so aufpassen können, dass nichts passiert. Hier kann man sich auch nochmal hinsetzen. Und die Gruppen sind schön farblich eingeteilt. Der Zaun, der geht von der Wand hier rum bis da hinten an die Wand. Und dann haben wir noch einmal Büsche drumherum gemacht. Und hier vorne auch nochmal Eisenzaun, der hier nach vorne geht, an den Eingangsweg. Und so sieht dann letzten Endes unser Kindergarten aus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann kannst du es gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ansonsten, denk dran, hier oben kannst du immer noch voten für das nächste Bauprojekt. Ansonsten kannst du dir hier Merchandise angucken und hier kannst du dir ein weiteres Video angucken, was YouTube dir vorschlägt. Von meiner Seite heißt nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Wie baut man was?